So, da bin ich wieder zu einer weiteren Folge ETS2. Oder wie ich es nenne, Call 911, I'm a Killer. Okay. Viva la France! So, fahren. Wir lassen mal. Ach nee, Quatsch, wir müssen ja die Mission auswählen. Die alte Mission ist ja, die ist ja fertig, ist ja alles. Picobello. So, Auftrag. Auftrag. Nein. Ich meine, gut, können wir gucken, ob hier irgendwas Sinnvolles mit bei ist mit Schwerlast, aber ich glaube nicht. Auf der Insel garantiert nichts. Nee. Nö. Ich meine, wir können von hier losfahren, müssen wir aber da erstmal hinfahren. Könnte man machen. Pff, nö. Ja, 45 Tonnen. Es klingt sogar machbar, ganz ehrlich. Die Frage ist, kommen wir zu dem Hafen gut hin? 66 Stunden. Nee, ich glaube, von dem Hafen kommt man nur nach da hinten. Das heißt, wir müssten von dem, also von hier aus losfahren. Müssen wir aber erstmal das ganze Stück hier runterfahren. Ah, ist ja Kacke. Ich meine, wir können mal gucken, wie lange das dauern würde. Wenn wir jetzt hier einen Punkt setzen, da brauchen wir gut 23 Stunden für. Alter. Aber ich meine, weniger als 66 Stunden, also von daher wäre alles paletti. Wollen wir das machen? Ganz ehrlich, ja. Ich bin gerade irgendwie dafür. Aufträge. So, das war da, das war das, das war Auftrag als Navi-Ziel einstellen. Schwergut. Ja, irgendwie viel Leistung haben wir. Obwohl, da, doch, genau, wir haben 700 PS. Wie gesagt, ein bisschen wenig Traktion vielleicht, weil wir nur eine Achse hinten haben, aber hey. Das wird schon. So, oh Gott, wir müssen noch pennen gehen. Ach, scheiß die Wand an. Das wird doch alles nix. Andererseits haben wir hier hinten eh mit der Fähre. Da pennen wir dann sowieso wieder ein bisschen. Wir sind aber schon echt fast am Limit. Ja, wir haben bloß noch 2 Stunden. Dann müssen wir pennen gehen. Ach, fick die Henne. Auf geht's. Gut, dann pennen wir mal hier in der Garage. Ganz ehrlich. Ja, und let's go. Dann fahren wir auch nicht in der Nacht oder so. Also es ist jetzt Nacht, aber es wird jetzt gleich hell. Ne? Von daher. So, irgendjemand muss ohne Lieferung zurückkehren. Was ein Opfer. Oh, und das pisst natürlich. Ganz klar. So, direkt mal Musik. Oh, ein 486er. Läuft doch. So. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Du Alter, wie der LKW loszieht, Alter. Ei, 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 ei.
wenn du gerade so in die Vico gefahren bist, mit deinen 500 PS bei 70 Tonnen, da kommst du erstmal auf so einem LKW mit 700 PS ohne Last, erst überhaupt gar nicht mehr klar. Da brauchst du ja bloß mal kurz die W-Taste andrücken, schon fährst du 130. Oh, Gewitter! Gewitter im Kopf! Sehr geil! Ich liebe Gewehr! Bitte rechts halten. So. Im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, kein Gewicht auf den Achsen und das beim Regen, da musst du halt tierisch aufpassen. Da fliegst du halt sofort aus den Kurven. Irgendwie habe ich dieses Wetter vermisst. Das macht irgendwie echt Spaß. So, hier die schon enge Kurve, wo ich beim ersten Mal mit 80 km/h durchgerauscht bin. Dumm wie ein Stück Scheiße. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Diese Ausfahrt. Okay. Heftig anfangen tut er, aber gut bremst er nicht. Let's Beyblade. Wo ist jetzt die Mitte? Ich habe keine Ahnung. Das muss die Mitte sein. Boah, Alter, der Nebel wird immer dichter. Hi, hi, hi. Nicht so schnell, Ronny. Da verzeihen dir die Kurven nie. Boah, der Tunnel. Oh, sieht das geil aus, Alter. Ja, das ist schon echt krass. Ich glaube, der Nebel verschwindet gerade, ne? Wow. Das Gewitter hört ja richtig schnell auf.
geradeaus. Gerade war noch dichter Nebel und 3 Sekunden später, pupp, alles weg. Da ganz weit im Hintergrund siehst du immer noch, dass ein bisschen Nebel, aber ansonsten. Kreisverkehr, 2. Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr, 1. Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr, 2. Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Mein Licht kann ich mittlerweile auch wieder ausmachen. So. Habe ich Vorfahrt? Glaube ja, ne? Okay. Dann bin ich eh nach rechts ab, von daher. Am Kreisverkehr 2. Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr 2. Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh, sind Briefe bei so weit. Okay. Links halten. Und dann links abbiegen. Ah, gerade rot, ja, sehr ernsthaft hier. Biege nach links ab. Ja, super.
Die Ampel sieht man gar nicht. Wo ist die Ampel? Hä? Hä? Ampel? Ach, da ist die Ampel. Vor allem sieht es halt richtig, also gut, ihr seht es jetzt nicht direkt, aber ich fühle es halt, dass wenn ich jetzt 30 fahre zum Beispiel und beschleunige und bei 40 km/h nehme ich meinen Finger von der W-Taste und er beschleunigt immer noch hoch bis 50, obwohl ich schon längst vom Gas wieder runter bin. Wie viel Drehmoment einfach im Motor drin ist, das ist schon echt krank. Wir fahren zur einzigen Zielstation, die es gibt, auf the planet. Route neu berechnen. Wieso neu berechnen? Wir sind doch immer noch auf der Route. Bitch. Prost. Und wieder schon ausgeschlafen. Sehr gut. Biege nach links ab. Warum ist da links der Bereich noch gar nicht erkundet? Erste Ausfahrt nehmen. Okay. Weißt du was? Fahren wir da direkt mal lang. Ausfahrt. So, und ist auch alles erkundigt. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Bitte links halten. Ey, die Folge brauchen wir alleine schon für die Anfahrt. Das heißt, das ist ja schon ein Stück. Zum Glück haben wir in-game 66 Stunden gehabt dafür.
70, 80, jetzt wieder 70. Wettervoll wieder 80. Leute, was ist los mit euch? Habt ihr gesoffen oder was? Oh. 14.000 Euro, Alter. Ja, das ist schon ein ordentliches Sümmchen, ne? Gut, aber wir verdienen auch pro Tag garantiert mehr als das. Aber ich kann nicht weiß, wie viel wir verdienen. Eigentlich eine gute Frage. Weil eben, die meisten Fahrer sind ja noch neu. Das heißt, so viel verdienen die gar nicht. Ah. Könnte reichen. Na guck mal, wir haben hier 3.000, hier haben wir 6.000, also haben wir hier schon 10.000, hiermit haben wir 14.000. Könnte das also schon decken. Es war jetzt nicht so, dass wir einen großen Überschuss haben. Ja, wobei doch schon, weil ich habe ja immer nur die vordere Zahl beachtet und die hintere ist ja weit, also ist nochmal 2.000 Euro wahrscheinlich drüber. Auf jeden Fall sollten wir was gedeckt bekommen damit. Wir müssen uns also keine Sorgen drum machen. Ich meine, auf der anderen Seite, warte mal kurz, wir haben 81.000. Können wir davon schon mal ein bisschen was ablösen? Nee, noch nicht. Aber ich meine, wenn die alle hier runter sind auf 90.000 oder so, dann könnten wir durchaus einen davon schon ablösen. Weil dann könnten wir die anderen gegen 10.000er, obwohl dafür haben wir gerade keinen Spielraum. Also, wenn wir 10.000 hätten. Na gut, könnte man so oder so einen ablösen. Also, ne? Ja, never mind. Ja, ne. Also, na. Bald können wir einen ablösen von denen. Oder neuen LKW kaufen. Dafür den Kredit lassen. Und wie gesagt, dann lieber einen neuen LKW nochmal kaufen. Wobei, wir müssen, glaube ich, erstmal unsere Garagen aktualisieren. Also ausbauen. Weil wir haben derzeit 8 Fahrer insgesamt mit uns. Und wir haben eine große und eine normale Werkstatt. Was auch 8 Plätze ergibt, ne? 5 plus 3. Das heißt, wir können aktuell gar keinen weiteren Fahrer einstellen. Von der Platz her. Das heißt, wir bräuchten erstmal einen weiteren Garagenplatz. Wir müssen also unsere normale Garage auf eine große Garage ausbauen. Das alleine kostet ja schon 100.000. Ja, und dann brauchen wir ja noch Geld, um weitere LKW zu kaufen, ne? Das heißt, wir brauchen dann nochmal mindestens 150.000, um einen sinnvollen LKW kaufen zu können. Von daher müssen wir da sowieso noch ein bisschen sparen. Oh ja. Wir haben ja gerade erst mal Mitarbeiter eingestellt. Ja, das ist halt, weil ich mich bei dem Spielstand hier sehr lange entweder nicht richtig um die Kredite gekümmert habe oder mich zu sehr auf meinen LKW konzentriert habe. Weil eben, wir sind jetzt schon Level 22, 23
und haben gerade mal 7 Angestellte. Ist normalerweise hat man in dem Zeitpunkt, also hab ich, zu dem Zeitpunkt bei meinen ganzen anderen Spielständen schon viel mehr Fahrer. Gut, andererseits ist das hier auch mein ältester Spielstand, ne? Vielleicht deswegen. Da hatte ich halt am Anfang, als wir mit dem Let's Play hier angefangen haben, das war ja mein erster Berührungspunkt mit ETS 2, hatte ich natürlich noch kaum Erfahrung, was das angeht. Jetzt mittlerweile habe ich ja 20 verschiedene Spielstände bei meinem privaten und mache verschiedenste Sachen und experimentiere da ganz schön viel durch. Und auf meinem privaten Hauptspielstand, da bin ich gerade mal Level 37 und habe schon alle Mitarbeiter. Also ich kann mir da gar keine Mitarbeiter mehr zulegen, weil das Jobcenter einfach leer ist. Es gibt keine weiteren Fahrer im Spiel. So kann es laufen, wenn man weiß, wie es geht. Aber das Wissen hatte ich hier damals ja noch nicht. Gut, aber andererseits mit Level 37 haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Vielleicht schaffen wir es ja bis dahin auch, hier so viele Mitarbeiter zu haben. Wobei ich auch sagen muss, in meinem privaten Level, privaten Spielstand bin ich relativ langsam am Level. Weil ich bin nur deswegen nur Level 37, weil ich tatsächlich kaum noch Missionen fahre. Ja. Also Missionen fahren halt meine Mitarbeiter mittlerweile fast nur noch. Und ich persönlich mache halt nur noch freie Fahrt. Du kriegst natürlich auch viel freie Fahrt, kriegst ja auch XP, ist richtig. Aber halt nicht so viel, wie wenn du Aufträge machst. Von daher, wenn ich durchweg Aufträge gemacht hätte, wäre ich jetzt garantiert schon weit höher als Level 37 oder so. Ja, super, das ist ein Baum. Sehr geil. Na, jetzt ist da ein Spiegel. Sehr geil. Man sieht einfach genau gar nichts. Fährst du jetzt geradeaus oder weit? Hä? Dann lass uns halt vorbei. Auch schön. Hättest du aber ruhig vorher schon ansagen können. Dafür gibt es Lichthupe. Kennen die hier scheinbar nicht. Ein großer Kreisverkehr. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Was ein Betrug an der Menschheit und an allem, wofür wir stehen. Also Chaos und Randale, ne? Oh mein Gott. Und der bringt sich immer noch aus. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Bitte! Achso, gut, wir können ganz ehrlich. Das Ding können wir noch machen. Wir müssen nach da. Nein, nach da. Okay, lass uns eine neue Route finden. So, dann müssen wir wieder aufgeschlafen sein und beginnen eine. Ach ne, 4 Uhr. Dürfte also auch gleich hell werden. Aber egal. Das dann nächste Folge. Für diese Folge. Ja, ist die Folge halt vorbei und so, ne? Also wisst ihr schon. Bis dann.